Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Jump Light Odyssey. Leider können wir weder bei meinem letzten noch bei meinem vorletzten manuellen Speicherstand weitermachen, weil hier angezeigt wird, dass ein Fehler beim Laden des Spielstandes aufgetreten ist. Woran das liegt und was es ist, weiß ich nicht, sodass wir hier ein bisschen zurückgehen müssen. Wir sind ja im Prinzip schon bei Orion gewesen. Im letzten Spielstand. Jetzt sind wir einen Sprung weiter vorne. Und den Vorteil, den wir jetzt haben, ist, wir wissen, es gibt Druckverlust. Und wir wissen, wo der ist. Nämlich, wo ich dachte zumindest, wir wissen, wo er ist. Nämlich bei diesem Beobachtungsfenster. Bin ich jetzt gerade mal ein bisschen baff, wenn das nicht der Fall ist. Wo ist denn dann der Druckverlust jetzt? Ah ja, hier. Hier ist das kaputte Fenster. War das nicht vorher woanders? Ich hätte schwören können, das wäre vorher hier gewesen, das kaputte Fenster. Verrückt. Gut, ich könnte es nachprüfen. So wichtig ist es mir aber auch nicht. So, der Punkt ist aber... Tja, wo lassen wir euch jetzt wieder? Ihr müsst erstmal irgendwo reinschweben. Ne, pass auf, bevor wir das machen, kümmern wir uns erstmal um die Mission. Der Schiffe. So, mal gucken, ob wir irgendwas hinbekommen. So, Sondierung schicken wir los. Aber keine Suchen- und Rettungseinsätze. Mal gucken, ob die Zeit dafür ausreichend ist. Aber wenn der Spielstand dann schon mal nicht mehr funktioniert, hätte er ruhig noch weiter zurückgehen können. So, ich hatte irgendwie was mit Strom und Wasser, ne? Ne, Strom ist okay. Warte mal. Hatten wir das Stromproblem schon gelöst? Ja, das Stromproblem ist gelöst. Okay, aber jetzt hier. Eigentlich müsste ich nur dafür sorgen, die ist doch die Beobachtungstür. Die Beobachtungstür ist eine, die bei Sauerstoffverlust offen bleibt, ne? Aber die ist zu. Die ist gar nicht offen. Und die steht auf Verriegeln. Leuchtet aber trotzdem grün, wahrscheinlich weil es keinen Strom hier im Flur gibt, ne? Das machen wir aber mal flux. Also der Korridor bekommt auf jeden Fall mal als erstes Strom und Sauerstoff. So, dann wirst du hier auch... Verteilerkasten wird priorisiert. Tja, dann hat sich das mit den Verlusten schon wieder erledigt, ne? Solange hier keiner reingeht, dürfte doch gar nichts passieren. Dann muss wohl keiner den Freischweber jetzt hier machen und da reinfliegen, oder? Ich hatte nämlich hier das letzte Mal hier noch so für Helme und für Raumanzüge... Binde installiert. So, ansehen. Atmosphäre in kritischem Zustand. Hier? Ja, hätte ich auch gedacht, hier. Aber das Fenster ist ja ganz. Ist auch nichts kaputt. Ja, nichts kaputt. Ich habe die Türen ja auch alle verriegelt. Also was soll hier sein mit Druck? Verstehe ich nicht. Atmosphäre in kritischem Zustand. Jetzt haben die hier doch das Problem. Aber warum? Wo geht denn die Atmosphäre flöten? Unklar. Verstehe es nicht.
Also, dann machen wir hier trotzdem nochmal hier überall Strom und Sauerstoff. Da sehen wir hier den Sauerstoff auch mal. So, und dann würde ich sagen, wir machen hier links zu. Verriegeln. Verriegeln. Ja, die müssen dann alle von rechts dann kommen. Hier irgendwas kaputt? Okay, hier auch. Na. So, Strom. Sauerstoff. Ja, okay. Okay. So, Materialien steigen. Was war denn mit den Lebensmitteln? Ja, ich hatte hier diverse Dinger ja ausgeschaltet gehabt. Lebensmittelproduktion läuft. Atmosphäre im kritischen Zustand. So. Wo wird's rausgezogen? Hierdurch, hierdurch. Ich verstehe es nicht. Wo geht die Luft raus? Ja, Druckverlust. Okay, das zieht hier aus allen Türen raus. Versteht ihr das? Ich verstehe das nicht. Okay, wir machen auch hier die Türen erstmal zu. Verriegeln. Verriegeln. Hier ist doch ein Sauerstoffgenerator, oder? Der ist aktiviert, alles gut. Komm, dann machen wir ja auch noch hier für Helme und für Raumanzüge Gedöns hin. Also, Helmspind. Und was haben wir denn hier noch? Ein Raumanzugschrank. So, bekommt ihr auch mal ein bisschen Priorität hier unten. So, jetzt ist auf beiden Seiten zu. Was ist mit dir? Flüchtet. Was hat er denn? Türen sind zu. So, hier drüben machen wir das auch. Mit Helm und Sauerstoffgedöns. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. So, Helmspind. Und Raumanzugschrank. So, bevor das nicht fertig ist, geht hier unten auch nichts weiter. So. Sind wir denn jetzt fertig hier? Problem hatte ich doch letztes Mal nicht. Was ist denn mit ihm hier? Sehr mysteriös. Das ist so eine grüne Spur hinter sich her. Und Fliegen um sich herum. Ist er irgendwie vergiftet oder was? Verletzt, unhygienisch, erschöpft und am Verhungern. Unhygienisch.
sind wir plötzlich in einem ganz anderen, sind wir plötzlich in einer ganz anderen Zeitlinie hier? Das sind doch alles Sachen. Oder habe ich das vorher einfach nur übersehen? Okay, vielleicht weil Screwquart hier ohne Strom ist. Aktivieren wir den Spaß doch mal wieder. Ach ja, wahrscheinlich, weil die Crewcards hier deaktiviert sind. Das könnte gut sein. Problem gelöst, hoffe ich. So, wie war das mit den Lebensmitteln? Das wird ja hier alles gebaut. So, bereit zum Sprung. Ich möchte aber gar nicht springen. Ich möchte vielleicht noch ein paar Aufträge hier erfüllen. Kehrt zurück. Da hätten wir schon längst weitere Missionen losschicken können, was? So, Trümmer ausbeuten. Okay. Alle unterwegs. So, auch wenn wir schon springen könnten, machen wir das erstmal nicht. So, nochmal die Decks durchgehen. So, überall stehen Getränkeautomaten. Die Quartiere sind wieder reaktiviert. Die Regentin. Hier, Prinzessin Euphora hat auch wieder Strom in ihrem Raum. Oh? Hat Prinzessin Euphora einen Freund? Okay, die stehen immer abwechselnd auch und lachen. Hier steht aber auch direkt das königliche Bettchen. Oh, Teppich der Regentin. Okay. Oh ja, hier, Kapla. Oder was hat er gerade für ein Symbol gemacht? Okay, hier sieht es ja gar nicht so schlecht aus. So, hier unten, ich hoffe, die Sachen werden irgendwann auch mal gebaut. Auf jeden Fall bei weitem nicht genug Lebensmittel. Hier könnten wir noch so einen Biomasseraum draus machen, oder? Was wäre das hier? Gewächshaus. Komm, wir machen das. Ein Gewächshaus. So, das Gewächshaus bekommt... Gut, das hat eine Tür. Strom. Sauerstoff. So, dann hier Biomasse pflanzen. Da werden wir zwei Stück reinstellen können. Egal wie wir es drehen und wenden. Na, oder vielleicht auch. Ja, ich hoffe, die kommen dann noch durch die Tür. Müsste aber eigentlich, ne, oder? Ja, komm. Wir probieren das mal. Bauplan zu teuer. Ja, trotzdem fortfahren. Was schon mal erledigt wird, was geht. Was fehlt mir denn wahrscheinlich? Plastik. Ah ja, hier Biomasse. Minus 1. Ah, ja, weil die Biomassepflanzen erstmal Biomasse brauchen, oder was? Das war vielleicht kontraproduktiv, was ich gerade getan habe.
Okay, vielleicht richte ich erstmal nichts weiter an und wir gucken mal, ob wir hier... ja, dass wir hier dann gleich mal wegkommen. Sind gleich alle Schiffe zurückgekehrt. Okay, landet. So, eins ist noch unterwegs. Trümmer ausbeuten. Wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Glück mit den Asteroiden. So, das Schiff landet. Kann schon losfliegen, oder? Let's bring that star a little closer, shall we? Punch it! Jump light! In 5, 4, 3, 2, 1. Warum haben wir Hoffnung verloren? Ui, wie sieht's denn hier aus? Eiskristalle. Warum haben wir Hoffnung verloren? Sind Leute gestorben? Vielleicht sollte ich doch noch ein paar retten. Wie viele Leute haben wir denn aktuell? 160. Ich habe den Eindruck, dass das durchaus reicht. Ach ja, hier im Eis. So, darf ich dich mal wegklicken? Danke. So, wir gucken gleich in Ruhe. So, jetzt will ich mich mal ein bisschen... Oh, es knuspert richtig. Hat da jemand irgendwelche Karabellbonbons gekaut vor dem Mikrofon? Okay. Schauen wir mal, wo wir als nächstes hinspringen. So, wir können überhaupt gar nicht sehen von hier aus. Ne? Wie kommen wir denn hier weiter? Unbekanntes System, kann ich anvisieren. Ich muss ein unbekanntes System anvisieren, aber da kommen wir zumindest aus dem Asteroidenwelt raus in den Ortschen Nebel. Bleibt mir irgendwas anderes übrig? Das ist nicht eine Sprungreichweite. Es bleibt mir nur das unbekannte System hier. So, für Sprung anvisieren. So, welche Einsätze gibt es hier? Eine ganze Menge. So, dafür brauche ich aber nur Sondierung. Ich werde eine Rettungsmission durchführen, um die Hoffnung wieder auf volle Pulle zu bekommen. Also, einmal ein Sondierungseinsatz bitte. Hier ist tatsächlich einer gestorben. Das Schiff sieht auch nicht mehr so toll aus. So, und eine Suchen- und Rettenmission. Eine. Suchen und Retten startet zuerst. So, der Sondierungseinsatz startet hoffentlich gleich auch bald.
Oder fehlen hier Leute? Das dauert ungewöhnlich lange. So, lass mal gucken. Wo werden denn hier Leute versammelt? Wo ist die Tür offen? Hier. Ja, hier ist ein Besatzungsmitglied tot, ja. Warte mal, ich muss den mal abbrechen. So, Besatzung steigt aus. Ja. Keine vollständige Besatzung. Deswegen hat es nicht funktioniert. Aber wenn es sowieso auf Automatik steht, dann könnte man ja hier auch so oder so neue Leute auch automatisch zuweisen. Okay, zumindest weiß ich jetzt, warum es nicht funktioniert hat. Also nochmal. Nein. Ich muss dich nur losschicken. So, jetzt aber. Mit frischem Mut. Na, klappt das diesmal? Jawohl. Dieses Mal klappt es. Ja, und ich vermute mal, wenn uns nichts noch ganz grob dazwischen kommt. Boah, das wäre krass, wenn jetzt ein Asteroidenschauer oder sowas kommt, während ich die Sprungreichweite noch nicht habe. Es kann kein Asteroidenschauer kommen. Ich bin doch hier bei Urion. Ich hätte alle Zeit der Welt und habe hier tatsächlich auch schon einen 50 Minuten Vorsprung rausgeholt. Also das finde ich schon, das finde ich schon ganz krass. Nennen wir die Folge doch Neuanfang mit großem Vorsprung oder so etwas in der Richtung. Ja, in der Hoffnung, dass es dann jetzt mit dem Speichern soweit klappen wird. Gut, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge und bisher bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.